Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Marvel Heroes 2015. Ich muss ganz kurz mal meinen Kopfhörer ein bisschen leiser machen. So, schon besser, dann höre ich mich besser. worauf habe ich Bock? Heute habe ich Bock auf Danger Room. Und morgen auch, auf jeden Fall. Denn ich habe vor, jetzt grünes zu machen. Und morgen ein blaues Terminal. Grün hatte ich einmal schon. Das hatten wir da ausprobiert. Und blau hatte ich bisher noch gar nicht. Und da bin ich sehr gespannt, ob ich das hinkriege. Und wir starten heute erst einmal mit einem grünen Terminal. Und gucken mal, was das wird. Danger Scenario Bamboo Forest. Utility Enemies take 25% more Metal Damage. Egal, ich mache kein Mental Damage. Hidden Hazard, Minefield, also Minenfelder ausgelegt. Alles klar, wir starten. Meine Nase juckt, kein Wunder, ich habe auch mal Aufnahmeknopf gedrückt, ne? So, habe ich schon gesagt, willkommen zu Marvel Heroes 2016. Ich sag nämlich, in jeder Aufnahme irgendwie, die ich starte, sag ich, nicht 16. Ich bin immer noch so bei 15 und dann sage ich 15 und dann, ja, war es das schon. Im Hintergrund hört die Musik. Die passt gerade sehr gut zu Deadpool, ehrlich gesagt. Ist halt so eine random Playlist. Ich habe mir ein paar Lieder von YouTube runtergeladen. Von YouTube offiziell halt. Das sind die Lieder, die halt freigegeben sind, die man frei verwenden kann, die unter die Common Rights fallen und das ist recht cool. Und ich sehe gerade, grün läuft. Läuft wirklich gut. Weil ich ordentlich Schaden mache mit Deadpool. Hab aber mein Legendary noch lange nicht voll ausgebaut. Und hab jetzt auch so ein bisschen angefangen, mal Dailies zu machen. Das kann ich euch eigentlich mal zeigen. Kann ich euch morgen zeigen. Morgen zeige ich euch, wie ich Dailies mache. Oder die Daily mache. Das ist ganz cool. Das kann man nämlich auch machen im Spiel. Dann ist man nicht so, oder sollte man tun. Das sollte man machen, denn ihr müsst in GLF-Rang steigen. Damit ihr hochwertige Legendaries bekommt. Ja. Und mein GLF-Rang ist noch, ich kennt keine Sau. Und ja, das muss ich ändern. Da bin ich gerade dabei. Es gibt halt zwei Missionen, die man da machen kann. Einmal Weekly, einmal Daily. Die Daily werden wir uns morgen mal angucken, auf jeden Fall. Ist ein bisschen das wird knapp, ey. Ist ein bisschen umfangreicher. Gerade die Weekly ist sehr umfangreich. Die kann ich euch nächste Woche auf jeden Fall zeigen. Nächste Woche zeige ich euch die Weekly mal. Wir hüpfen hier noch weiter in unserem Danger Room-Szenario rum. Ich finde, zu Deadpool passt einfach jede Musikrichtung. Wow, Alter. Das war äußerst knapp gerade. Sehr knapp. Ja, am Montag hoffe ich, schaltet ihr alle ein oder guckt euch das Video zumindest an, das dann um 18 Uhr rauskommt. Würde mich sehr freuen. Dann gibt es noch, was ich letztens gelesen habe, eine Midtown Ladder. Eine Midtown Madness Ladder. Aber ja, jeden Montag ist ja Midtown Madness. Auch in der Cosmic-Variante. Also normal und Cosmic. Und es gibt halt eine Ladder für normal und Cosmic. Und ihr könnt in dieser Ladder, wenn ihr zu den besten 10% gehört, bekommt ihr so einen coolen, so ein visuelles Artefakt im Goldrang. Und dann gibt es noch ein visuelles Artefakt im Silberrang, wenn ihr nicht unter den besten 10% seid, sondern halt eben allgemein. Werde ich euch mal zeigen. Ich werde das am Montag mal aufnehmen. Und dann im Laufe der Woche wahrscheinlich mal raus, vielleicht am Mittwoch oder sowas. Yes. Nur mal so Kleinigkeiten mal vorne weg. Ich muss jetzt ich muss das irgendwie mal abstellen. Ich muss da Sprechübungen machen, damit ich nicht so viele Füllwörter benutze. Hat ja ganz gut funktioniert gerade, oder? Am besten funktioniert das, diese Füllwörter zu vermeiden, wenn man, siehst du, schon vorbei. Ich muss erst denken und dann reden und nicht beides gleichzeitig. Denn, wenn man beides gleichzeitig macht, dann kommen nämlich richtig, richtig gute Sachen bei raus. Wenn man vorher nachdenkt, dann kann man mal so ein bisschen überlegen. Ich schweife schon wieder ab und meine Nase hört mich auf zu jucken. Ah, zum Glück haben wir das erste Tier geschafft. So, erste Stufe geschafft vom grünen Szenario war erstaunlich
Einfach. Hätte ich nicht gedacht. Schnell ging's. Fand ich cool. Bin doch besser, als ich gedacht habe. Vor allen Dingen, ihr seht's ja selber. Also mein Artefakt ist wirklich gerade mal Rang 2 und das ist... ja, nicht so gut. Boah. What the fuck? Ich glaube, das war so ein Minenfeld. Alte Scheiße, mal instant tot gewesen, ey. Woo. Das war nicht so cool. Das hat mir nicht gefallen. So gar nicht. Naja, willst du machen. Kannst du nicht ändern. Oh, ich freue mich schon. Ich freue mich so auf Montag, ne? Ich bin so gespannt, wie die Idee und auch das Video dann bei euch ankommen werden. Ich baue auf rege Beteiligung, Leute. Schaltet unbedingt ein am Montag. Guckt euch am Montag das Video an. Und wie ihr wenn nicht? Wie sauer. Sag ich, wow. Sollte man, glaube ich, in so einem grünen Szenario ein bisschen vermeiden, in so ein Elite-Pack, in so ein Champion-Pack reinzublinken, ey. Ich habe echt ein bisschen Muffe, dass ich hier zu oft sterbe. Oder zu oft sterben könnte. Vor allem habe ich Angst vor diesen Minenfeldern. Das eine hat mich ja mal eiskalt dahingerafft gerade. Fand ich nicht cool. Ja, nicht cool. Mir gefällt das übrigens total, mit Musik zu spielen. Und früher schon immer gerne gemacht und meistens war es halt so, ich konnte in den Aufnahmen keine Musik benutzen, weil die halt eben rechtlich geschützt ist und in Deutschland auch man das nicht. Aber jetzt, diese YouTube-Musik, ich finde cool, also wirklich so, gerade zum Dudeln im Hintergrund, wenn man gerade am Zocken ist, das regt ja dann doch schon ein bisschen die Kreativität des Let's Players an, wenn man ein bisschen Musik laufen lässt. Dann läuft schon wieder alles ganz anders. Übrigens 210. Ich werd bekloppt. Ich werd bekloppt, ey. Das ist... geht rasant. Also, wenn ich mir überlege, wie das am Anfang war, wo man die ersten 10 erreicht hat, war schon so, oh Gott, ich habe so lange einfach gewartet, bis ich die ersten 10 hatte, bis es dann endlich zweistellig wurde. Und habe mich dann umso mehr gefreut, natürlich. Ich war sehr froh, dass ich Marvel Heroes als erstes Spiel ausgewählt habe. Hat sich jetzt als super Idee herausgestellt. Gerade auch, weil ich Leute kennengelernt habe, also wie Heimdall zum Beispiel. Und ich bin sehr froh, Heimdall zu kennen. Und ja, weiß nicht, keine Ahnung. War cool, wird halt immer mein Hauptspiel bleiben an sich. Vielleicht, ich weiß nicht, wie sich das Spiel so entwickelt in der Zukunft. Und auch wie euer Feedback halt eben ist, ob man, ob ich... oder was für neue Projekte auf mich zukommen dann in der Zukunft, weil es gibt vielleicht den einen oder anderen, der jetzt, also ich mache das jetzt ein Jahr ein paar zerquetschte. Fast anderthalb Jahre jetzt. Fast anderthalb Jahre. Und es gibt da bestimmt Leute, die sagen würden, ja, scheiße, lohnt sich nicht. Ja, haben sie recht. Finanziell lohnt es sich auf keinen Fall. Und auch wenn man so mal sich anguckt, wie viel Zeit man reinsteckt in dieses Hobby. Aber es ist halt ein Hobby. Und macht mir tierisch Spaß. Gerade auch jetzt, weil es sich einfach mal was regt auf dem Kanal. Das ist super geil. Deswegen sage ich euch auch in jedem Video immer wieder, schreibt in die Comments und erzählt mir was oder sagt mir, was ihr sehen wollt oder sonst irgendwas. Ja, also es ist wirklich Comments A und O. Likes natürlich auch und Abonnenten, aber die Comments sind so das, wo man den meisten Spaß dran hat eigentlich, weil es macht wirklich Spaß mit den Leuten, die Videos gucken, zu interagieren und wenn man halt weiß, also es ist ja jetzt auch so, ich habe gerade mal 210 Abonnenten und das ist jetzt nicht die Mega-Community, also es ist halt nicht die Mega-Community-Aktivität oder sowas, ja, so wie das vielleicht große Let's Player haben. Die dann wirklich, Kernlord. Achso, ich habe gerade was anderes gelesen. Ich habe irgendwie Ngarai Gaylord gelesen. Egal.
Große Let's Player, ja genau, die halt eine Mega-Community haben oder eine Riesen-Community haben, ja. Die ja nur eine Sekunde ein Video online stellen müssen, dann haben sie schon 1000 Comments runter oder sowas. Umso schöner finde ich, dass ich dann halt, ich stelle ein Video online und hab halt so wirklich 2-3 Comments vielleicht, so ein Comment eigentlich im Schnitt immer. Und das freut mich, da freue ich mich drüber. Wollte ich einfach mal loswerden. Ich werde Marvel Heroes, wenn es jetzt gerade mal so eine Danger Room Folge ist, wo ich halt einfach mal für mich hinzocken kann, werde ich das auch einfach mal zum Quatschen nutzen. Nicht? Ja. Und das werden irgendwie immer mehr. Und ich bin immer glücklicher darüber, dass ich Deadpool Kid habe. Als Team-Up. Geht ab. Und komm schon. Ich habe mich getroffen. Ja. Läuft. Ebene 2 erledigt. So, das einsammeln. Ich muss, den was brauche ich nicht. Weiter geht's. Letzte Stufe, Bossfight. Und rein geht's. Leckt heute ein bisschen. Zum Bossfight passt die Mucke irgendwie. Ich mach mal weiter. Nein, auch nicht. Nein. Ah, scheiße, jetzt. Und vielleicht sollte ich mir von Marvel News eine etwas rockigere Playlist machen. Das ist jetzt so eine allgemeine Playlist. Und hart konzentriert. Und ja. Tschüss. Geschafft. Cool. Das Schönes gekriegt. Ah, oh, das ist cool. Aber ich spiele leider keinen Sammler. Egal. Wir haben den Danger Room geschafft. Danger Room geschafft! In grün! Ich werde mal klappen. Fix die Belohnung noch abholen. Wenn mich das System lässt. Na, darf ich jetzt? Ja. Jo. Hier ist noch nichts drin. Außer die Merits, die halt wirklich sehr wichtig sind und das Genom. Und da sind so zwei Unix. Oh, ich bin wieder leid, tut mir leid. Ah, Entschuldigung. Wir haben wieder einen sehr langen Tag. So. Legacy of Kraven, cool. Ah, ich brauche Chuck Uzis. Chucks Uzis. So. Die Sachen noch eingesammelt. Das ist gut. Jetzt geht's zurück. Ja. Da. Das war's auch schon für heute. Ein bisschen am Quatschen gewesen. Wenn es euch gefallen hat, liked, teilt, kommentiert, abonniert und so weiter. Ihr kennt's ja von mir. Und ich hoffe, die Folge war nicht allzu langweilig für euch. Für mich hat es nämlich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit rumgegangen ist gerade. Ich bin übrigens auch sehr froh, dass ich mit Deadpool mittlerweile mal so locker die Grünen auf jeden Fall abfarmen kann. Und ich werde demnächst auf jeden Fall ein Blaues versuchen. Ja. Cool. Auf jeden Fall ein Blaues versuchen. Weil das Grüne, es lief dann eben gerade doch recht einfach und schnell von der Hand und das war cool. Das hat echt Spaß gemacht. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, sprich morgen. Schaltet ein, guckt, wenn ihr möchtet. Ne? Morgen gibt es dann ein bisschen was, machen wir eine Daily, das wird vielleicht ein bisschen ein längeres Video, weil man für die Daily ein bisschen mehr machen muss. Und wir sehen uns dann morgen. Also bis dann, tschüss. Hey du, ja genau du. Du möchtest in meine Supergruppe kommen? Klicks Fellows. Das einzige, was du dafür tun musst, ist mich deiner Freundesliste im Spiel hinzuzufügen. Ich heiße Klicknut, genauso auch im Spiel. Und wenn du Lust hast, dann schreib mich einfach an, sobald ich online bin und ich lade dich ein.
Hey, dir hat das Video gefallen? Dann lass mir doch einen Daumen da. Das freut mich und bringt mein Video nach vorne. Wenn ich dir generell gefallen habe, freue ich mich, wenn du mich abonnieren würdest. Und zwar genau hier oben. Des Weiteren siehst du jetzt aufgelistet, dass ich noch eine Website habe, bei Instagram bin und bei Twitter. Folge mir doch auch da, dann wirst du immer über Neuigkeiten von mir informiert. Vielen Dank dafür, bis zum nächsten Mal.